Die Stadt Kiruna liegt in Nordschweden, und zwar nördlich des Polarkreises. Dies hat zur Folge, dass an den Tagen rund um die Sommersonnenwende die Sonne etwa einen Monat lang nicht untergeht. Andererseits ist zur Wintersonnenwende wochenlang kein Sonnenaufgang. Es bleibt Nacht. Diese Aufnahme wurde Ende Juni gemacht. Die Turmuhr des Bahnhofs zeigt 22.45 Uhr. An sich liegt die Stadt in einer eher unwirtlichen Gegend. Die durchschnittlichen Tagestemperaturen erreichen im Hochsommer zwar angenehme 15 bis 20 Grad, allerdings ist der Sommer sehr kurz und bereits im September bleiben die Messwerte meist unter 10 Grad. Die Winter sind bitterkalt. Das sieht man auch an den Balkonen. Sie sind extrem klein und bilden so wenig wie möglich Wärmebrücken mit den Hauswänden. Weshalb sich an einem solchen Ort eine Stadt mit fast 20.000 Einwohnern entwickeln konnte, ist rasch erklärt. Seit etwa 100 Jahren wird dort Eisenerz abgebaut. Aber nicht irgendein Eisenerz. In Kiruna wird das reichhaltigste Eisenerz der Welt abgebaut. Der Eisengehalt beträgt etwa 60 bis 70%. So wird dort natürlich gutes Geld verdient. Nun steht die Stadt vor einem riesigen Problem. Die erzführende Schicht weist schräg nach unten, in Richtung Stadtzentrum. Man weiß heute, dass der Metallkörper zumindest bis in eine Tiefe von 2000 Metern reicht. Wenn unterirdische Hohlräume geschaffen werden, gerät in einem Winkel von etwa 45 Grad der Untergrund in Bewegung. Mit zunehmender Abbautiefe weitet sich der Einzugsbereich dieses Trichters immer weiter aus. So kommt es, dass der Boden am westlichen Stadtrand bereits instabil wird. Auch wenn vorerst keine Risse in der Oberfläche erkennbar werden, so leidet bereits die eingebaute Infrastruktur. Kanalnetz, Telefon- und Stromleitungen, Wasserversorgung und so weiter. Daher wurde bereits 2007 beschlossen, das Stadtzentrum in einer Entfernung von etwa 5 Kilometern gänzlich neu aufzubauen. Welche Herausforderung das bedeutet, zeigen diese Bilder. In Kiruna steht auf einem Hügel eine 100 Jahre alte, riesige Holzkirche, die einst als schönstes Bauwerk von Schweden ausgezeichnet wurde. Diese Kirche samt Turm muss fachgerecht abgetragen und wieder völlig neu aufgebaut werden. Weniger zimperlich geht man mit dem Rathaus um. Obwohl es ein geschütztes Gebäude ist, wird es geschleift und komplett neu errichtet. Um manche Gebäude scheint es aber ohnehin nicht mehr sehr schade zu sein. Das ist der Fluch dieser Stadt. Einerseits würde sie ohne die Erzmine mit ihren etwa 3000 Arbeitsplätzen gar nicht existieren. Andererseits ist es gerade dieser Bodenschatz, welcher die Stadt nun verdrängt und eine immense gemeinsame Kraftanstrengung des Konzerns LKAB und der Stadtregierung erforderlich macht. Der Stadt, ihren Behörden und ihren Bewohnern bleibt keine Wahl, denn wenn das Erz nicht mehr aus dem Boden geholt werden könnte, würde Kiruna ohnehin bald von der Landkarte verschwunden sein.